Ja, und damit seid ihr gewusst, meine lieben Zwerge, genommen habe zu den neuen zu einem neuen Part. Gut, bei Deponia mit dem Zwergenfürst. Und Private Lottie und Sergeant Bambi. Hier haben wir zumindest ein Part, mit dem haben wir noch nicht genügend geredet. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Ja genau, wir müssen jetzt durch das Tor durch. Aha, okay. Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist! Schon wieder Geistergeschichten, och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Nee, Rufus weiß, glaube ich, nicht, was Teamgeist heißt. Das ist bezweifelig stark. Ja, der Soundtrack eben gerade hat mich sehr stark an meine erste Mal erinnert. Sehr stark. Haut mich dafür, aber es ist irgendwie, ja, ein bisschen. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Hübsches Blümchen, Einhorn, Prinzessinnen, Krönchen, Wisch, Mopp, Haifisch. Ihr findet schon was Passendes. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Dann vielleicht... Wie wär's mit einem Einhorn? Ja! Private! Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein! Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Na dann. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Bluten. Er wird bluten und Qual erleiden. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Wie wär's mit einem Haifisch? Oh. Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. So in etwa die Schrift. Haut ungefähr hin. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Das stimmt dann will allerdings. Ich meine Schlinger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Gut, aber ich habe doch hier einen Abdruck, vielleicht. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Sehr gut, hier kommen wir weiter. Sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Ein heftiger Schmetterling, ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist. Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von dem... Oh.
Oh Mann, Rufus. Jetzt hat es einen Rorschach-Test als... Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Jetzt hat es einen Rorschach-Test als Tattoo. Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so... Ach, du Schreck. Ich sagte, nein! Wenn es abschwellen muss, ja. Scheiße. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ach, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Na dann. Was? Das ist die Spinntür? Ich dachte. Ja, gut. Da war noch ein Plakat drin, da können wir es nochmal angucken. Das Plakat. Ein Cowboy-Dodo-Plakat. Sehr schön. Die lassen neuerdings auch jeden zum Widerstand. Was ist denn aus dem guten alten Rufus-Test geworden? Ob denen wohl die Pommes ausgegangen sind? Dann gehen wir mal ins Cockpit. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Ach, der Therapeut. Ja. Irgendwas ist anders mit ihr. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. Allerdings. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Das Wichtigste zuerst... Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten? Ja, und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Das war kein Traum. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Der General hat einen Plan. Du meinst einen Plan. Und ich finde die Musik sehr schön. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Im Griff habt ihr es. Na dann. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Das erklärt einiges.
Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Aha. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Ich weiß aber nicht, wie man die alte Toni aus der Reserve locken kann. Aha, verrätst es mir, Rufus. Die letzte Option, die es mich gibt, ist jetzt dreimal. Okay. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die. Das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke. Wir kitzeln's aus ihr raus. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Oh wei. Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Schön, sie ist aber auch nicht aus der Ruhe zu bringen. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Das stimmt allerdings, wo sie recht hat. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Okay. Es ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Wir müssen irgendwie einen Beweis dafür finden, dass es drei Rufusse gibt. Und wieder zurückkommen zu Toni. Ja, mit Brotdose. Ein Cowboy-Dodo-Brotdose. Die brauchen wir eventuell noch. Vielleicht können wir irgendwie den geschwerten Flyer hier gegen den Kopf donnern, oder? Das wäre eine Idee. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ork. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Das große Ork.
Gut, dann wird erstmal zurück. Oder können wir hier irgendwie Babyboso? Ich sehe eine Heldentat. Ich muss Barry davon. Achso, mit Barry können wir dann da hoch. Vielleicht hilft uns das. Das Ding irgendwie dabei. Wo war denn Barry noch gleich? Hier unten war Barry. An dieser Stelle sind wir recht oft im Abenteuer. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Komm mit, ich zeig. Oh je. Heul nicht rum, weil ich das was soll denn. Das hatten wir doch alles schon. So, wie wär's denn mit... Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Wie wär's denn mit... der Brotdose? Ein Kukumoto. Lecker Happy Happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Stopp! Ein Satz mit X. Tja. Also wieder runter. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Das zeigt doch nur, wie wenig du von Heldentaten verstehst. Man muss immer bis zur letzten Sekunde warten. Sonst wirkt es nicht. Schwerter Flyer. Wie kommen wir denn jetzt hier voran? Wir brauchen einen Beweis dafür, dass es drei Rufusse gibt. Wie tun wir das am dümmsten? Ein Brief. Vielleicht kommt mit dem Brief irgendwas. Könnt's ja mal versuchen. Wo ist eigentlich mein Brieföffner? Ich habe ihn schon vermisst, als Hermes mich zum ersten Mal geklont hat. Genau. Und seitdem habe ich dieses seltsame Stechen in der Magengegend. Ja, vielleicht können wir's. Toni, den Brief. Ich habe hier einen Brief von der Front. Zeig ihn, Sergeant Bambi. Sie hat heute Fernmeldedienst. Vielleicht. Was soll das sein? Das ist. Du wirst es nicht glauben. Eine Alternative zu deiner Therapie. Oh, süß von dir, dass du mir helfen willst. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Therapie. Willst du den Flyer nicht wenigstens mal lesen? Nein, danke. Mein Therapeut sagt, dass ich bereits große Fortschritte mache und ich vertraue ihm voll und ganz. Abdruck. Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Irre ich mich oder hast du zugenommen? Wie schön, dass dir das aufgefallen ist. Seit ich meine neue Therapie angefangen habe, bin ich viel näher an meinem Idealgewicht. Du meinst an deinem Wahlgewicht? Genau, an dem Gewicht meiner Wahl. The fuck? Smack. Und jetzt hier mal den Brief. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Boso. Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Das bringt was. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Oso, geht es ihm gut? Ja. Lebt er noch? Sag schon. Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Oso ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte, hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Boso, ich komme.
das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu, der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Okay, inwiefern bringt das uns jetzt wie weiter? Vielleicht kommen wir jetzt zu Toni und jetzt hier. Was soll das sein? Das ist... Du wirst eine Altern... Aber... mein Hund. Nee. So ein Mist. Okay, dann folgen wir ihr vielleicht. Das ist vielleicht das Beste. Liegestuhl. Er hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet. Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Dann eben nicht. Wir haben einen Klappstuhl, einen Liegestuhl. Können wir den Liegestuhl der Toni-Ende drüber braten? Wäre so eine Idee. Liegestuhl. Es kommt gar nicht in Frage. Sie ist auch so schon viel zu relaxed. Wer braucht denn noch was zum Relaxen? Wer hat nur diesen Schlafen kannst? Also, okay, das hatten wir schon mal. Die Brotdose, die müssen wir bestimmt zu kaum bei Dodo runterbringen. Aber wie? Zum Strickladen. Ein Liegestuhl. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Ich kann es der Therapeut gebrauchen. Was haben Sie denn da? Oh. Das lag irgendwo. Und jetzt tragen Sie es mit sich rum? Bis ich es benutzt habe. Dann löst es sich für gewöhnlich in Luft auf. Aha. Ist das bei jedem so? Was haben Sie denn da? Oh, das lag irgendwo. Und jetzt... Bis ich es... Okay, es hilft nicht weiter. Liegestuhl. Er wird niemals so tiefenentspannt sein wie ich. Da hilft auch kein Liegestuhl. Vielleicht hierhin wieder zurück. Hierhin. Oh. Hallöchen. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihn beim E... keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Tja. Die sind ja vollkommen weggetreten. Was sind sie? Die sind ja vollkommen weggetreten. Was genau? Was sind sie? Die sind ja vollkommen weggetreten. Aha. Coole Mütze. Hallo, Opa Boso. Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Ganz genau. Hallo, ich bin Amtmann Argon. Erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Oh wei. Was? Oh wei. Wir haben den Liegestuhl. Hä? Er liegt doch schon. Allerdings. Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Ah, okay.
kann der Abwasser-Rufus das vielleicht gebrauchen, der Muttermilch. Hallo? Und wieder der Herpes. Wie goldig. Hast du Durst? Nein, danke. Ich bin im Dienst. Kannst du nicht ausnahmsweise mal früher Feierabend machen? Nein, ausgerechnet heute bin ich sehr eingespannt. Wie kommen die Chancen wieder? Hast du es bequem? Eigentlich schon. Ich liege auf einem Luftpolsterpaket. Oh, Schreck.